Oh, ich wollte noch mal den Tipp abgeben. Ich bin hier am Volkswerk, wo man sehen, nicht? Nach Köln, also wir sind ja klare Außenseiter eben bei Köln. Also ich muss schon sagen, aber wie gesagt, ich habe doch mit Fans gesprochen aus Köln. Die waren natürlich auch begeistert von ihrer Truppe, können sie auch sein, offensiv. Und haben zu mir gesagt, Peter, ich habe keine Chance. Und da habe ich nur gesagt, ja, die Chance nutzen wir aber, weil wir keine haben, die nutzen wir. Also bloß keine Angst in Köln, aber trotzdem. Viel schlimmer ist, dass die Ostvereine hier auch herkommen, so jetzt kommt nach Aue. Die haben einfach keinen Respekt mehr vor Hamburg. Das Thema ist durch. Das haben wir hier uns versaut, so sehe ich das. Aber das will ich nicht immer wiederholen. In Köln, ich bin gespannt, die haben ja das 4-4, was sagt euch das? Haben hinten auch unheimliche Beschwerden gehabt und auch schlecht Fußball gespielt hinten. 4 Tore gegen Duisburg, das sagt alles. So, Jungs, da müssen wir mal richtig aufziehen. Da können natürlich vieles wieder gut machen, was sie hier jetzt umgerissen haben. Aber das ist nur meine Meinung. Ich tippe mal dafür, dass das Ding 2-1 gewinnt, weil ich nie gegen HSV tippe. Das wisst ihr ja auch. Da könnt ihr pöbeln, was ihr wollt. Und Montagabend für die Mannschaft und auch für den Trainer. Da wird ja auch schon wieder spekuliert, was hier läuft. Alles Gute, bringt 3 Punkte mit und dann geht das hier weiter in Volkswagen. Alles klar, tschüssi, nur der HSV.